bisschen Haushalt ist doch kein Problem, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt macht mir doch bequem, meint ein Mann. Auch am Herdenrechten Mann sind machen stamm. Man muss nur wählen, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt könnt er mir ruhig überlassen. Er hat keine Ahnung, so ein Mann. Du, Max? Nicht jetzt. Ich bin gerade um ein wichtiges Problem. Um was geht's? Küchen backen, Flecken entfernen. Kinder erziehen. Da. Leben mit 15-Jährigen. Der Teenager, das unbekannte Wesen. Was deine Tochter wirklich will. Ist das nicht ein bisschen viel, gerade 3 Bücher aufzumalen? Bei einer Tochter wie unserer nicht. Da brauchst du eine ganze Bibliothek. Weißt du, was ich jetzt wieder will? Klar. Mit Leuten, die wir nicht einmal kennen, geht selten. Du hast doch hoffentlich Nein gesagt. Klar. Aber jetzt probiere ich herauszufinden, was sie mir mit dem hat wollen sagen. Dass sie will gerade selten? Da merkt man, dass du keine Ahnung hast. In einem Punkt sind sich all die Bücher einig. Teenager sind sehr komplizierte Wesen. Gut, dass du mir das sagst. Da wäre ich von selbst nie drauf gekommen. Was bedeutet das zum Beispiel, wenn ein Teenager kein Mittag essen will? Dass er keinen Appetit hat? Ha! In dem Buch steht, das ist ein symbolischer Protest gegen Autorität der Eltern. Und in dem da, das ist ein stummer Schrei nach Liebe. Und da, das Kind will nicht essen. Weil seinen Vater die Suppe total versalzen hat. Die war nicht versalzen, höchstens ein bisschen kräftig gewürzt. Auf jeden Fall kann man Kindererziehung nicht aus Büchern lernen. Als Manager bin ich es gewöhnt, alle Probleme gründlich zu analysieren. Ich werde die Katrin noch verstehen, wenn ich die ganze Buchhandlung leer kaufen muss. Falls du dein Studium Zeit dafür lässt, ich kann dir auch etwas zeigen. Da. Heirate Prinz Charles Verona Feldbusch. Was soll ich mit dem? Nein, das sind sie auch gerade daneben. Tanzkurs für Ehepaare. Ich habe dich da angemeldet. Was? Wir sind schon lange nicht mehr zusammen tanzen. Du hast immer gesagt, ich trampe dir die Füße so flach, dass du irgendeine Schuhgröße 54 hättest. Aber darum gehen wir jetzt zusammen in den Kurs. Angela, wirklich. Ich bin ein 50-jähriger Mann. Mit 50 geht man nicht mehr tanzen. Wieso eigentlich nicht? Weil es ist einfach so. Und ich will in diesen Kurs. Es ist einfach so. Aber ohne mich. Das werden wir auch sehen. Ich rüber die Schnur und die schon um. In meinem Alter geht tanzen. Ich konnte sowieso nie können verstehen, warum sich ein erwachsener Mensch für die Umgumperei interessieren kann. We go together like Ramalamalama, ka-ding-a-ding-a-ding-a-ding. Remember forever, ash-o-bap-sha-vada-vada-yibbidi-boom-da-boom. Chang-chang-chang-a-di-chang-cha-bap. That's the way it should be. Wow, yeah! Na-n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 a. Yip-a-dip-di-dip-do-ap-dap-do-bi-do. Boogie-boogie-boogie-boogie-shoo-bi-do-ap-do-a. Sha-na-na-na-na-na-na-yibbidi-dip-do. Bam-bam-aloma, bam-bam-boom, yeah! Na 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 na. Was hätte das sollen? Ich habe dir das Leben gerettet. Du hast einen Anfall gehabt. Ich habe getanzt. Und warum hast du so geäussert dabei? Ich habe gesungen. Für mich hat es tönt wie ein Anfall. Das Video von Gries kommt auf DVD raus. Und darum veranstaltet die einen Tanzwettbewerb. Erinnere ich dich nicht an John Travolta? Eher an Albert Einstein. Einstein? Der hätte auch nicht tanzen können. Hey, hast du schlechte Laune? Nein, ich frisse mir eine Glassenvergiftung an, weil es mir so gut geht. Hast du wieder mal Krach mit deinem Vater? Der hat mir doch tatsächlich verboten, mit 10 fremden Männern zu verreisen.
Das kann man irgendwie verstehen. Wieso? Er kennt die doch gar nicht. Das sind wildfremde Leute für ihn. Eben darum hat er Angst, es könnte dir etwas passieren. Blöd. Was soll mir schon passieren, wenn ich mit 10 Hells Angels im gleichen Zelt schlafe? Hells Angels? Geniale Typen, sag ich dir. Alt tätowiert. Und die schwarze Lederjacke. Und mit denen willst du ja im Zelt? Klar. Am Nürburgring ist der entscheidende Lauf zur TÜV-Weltmeisterschaft. Ihr könnt mitfahren, völlig gratis. Aber mein Vater erlaubt es nicht. Das wundert mich nicht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Sag mir einen guten Grund, warum ich nicht mit denen zelten soll. Es könnte doch sein, dass die mit dir würden. Dass die mit dir wollen. Was? Dass die etwas von dir wollen. Klar wollen die etwas von mir. Ich würde es mir ja nicht mitnehmen als Mädchen. Die haben das so direkt gesagt. Was ist denn so Schlimmes daran, wenn ich ein paar fremde Männer ihre Töpfe im Schuss halte? Töff. Was hast denn du gemeint? Nicht. Gar nicht. Ich meine eigentlich nie etwas. Ich habe nur einen Moment lang gedacht, und du findest wirklich, ich tanze nicht so gut wie der John Travolta? Nicht einmal so gut wie John Travolta sein Kleiderständer. Vielleicht sollte ich ein paar Tanzstunden nehmen. 1, 2, 3. Was ist? Der John Travolta hat sicher nie Walzer tanzen. Darum hat er eure Rolle nicht bekommen im Remake von «Zwei Herzen im Dreivierteltakt». Ich bin gar kein Remake von «Zwei Herzen im Dreivierteltakt». Aber weil der Travolta nicht genug gibt. 1, 2, 3. So, Kinder, lustig. Der Max weigert sich immer, um mit mir in den Tanzkurs zu kommen. Jetzt muss halt Erich springen. Schade, dass sich der Max nicht weigert, mein Vater zu sein. Könnte der Erich für ihn einspringen? Weil er jetzt einmal Nein gesagt hat. Einmal? Der hat doch in der Managerausbildung ein Versli auswendig lernen. Tut die Tochter etwas fragen, musst automatisch Nein du sagen. So leicht macht er sich's nicht. Er hat über das Problem gründlich nachgedacht. Und jetzt hat er, glaube ich, eine Lösung dafür gefunden. Das wird dann wieder etwas sein. Sali Katrin. Sali Katrin, habe ich gesagt. Willst du nicht mehr mitmachen? Darf ich am Nürburgring zelten? Nein. Dann rede ich nicht mehr mit dir. Ich weiss genau, was du hast. Ein sturer Bock als Vater. Du bist in einer Protestphase. Das ist normal in deinem Alter. Wieso bin ich in einer Protestphase? Du sagst doch immer Nein. Aber nur, wenn du unvernünftige Sachen von mir verlangst. Aber ich weiss, woher das kommt. Das kommt, weil ich mich für TÜV interessiere. Nein, das ist der ganz natürliche Ablösungsprozess, der in der Pubertät einsetzt und sich dann graduell weiterentwickelt bis zu... Hast du wieder mal ein Buch über Kindererziehung gelesen? 3. Und in einem Punkt sind sich alle einig. Man darf in dieser Phase als Erziehungsverantwortlicher nicht allzu streng sein, sondern muss auch mal etwas erlauben. Du erlaubst mir... Jawohl, Katrin. Ich erlaube dir, dass du in diesem Haus ein Fest machen darfst. Ein Fest? Eine Party? Ein Fez? Wie immer ihr das nennt heutzutage. Ich gehe mit Angela in den Ausgang und du kannst es lustig haben mit deinen Gespöndli. Paps, Gespöndli hat man im Kindergarten. Ich bin 15. Und 15-Jährige machen gern Fest. Das steht in allen meinen Büchern. Ich hasse so blöde Fete. Das sagst du nur. Weil Teenager Mühe haben, ihre eigentlichen Wünsche zu artikulieren. Aber in Wirklichkeit wünschst du dir ein Fest. Alle Mädchen in diesem Alter wünschen sich das. Ich bin nicht alle Mädchen in diesem Alter. Ich bin ich und ich will das TÜV rennen. Mit 10 fremden Männern in einem Zelt. Vergiss es. Dafür ein Fest mit meinen Gespöndli. Vergiss es. Das steht auch in meinen Büchern. Was?
dass ein Kind in deinem Alter schwerfällt, Freude zu zeigen. Ich wüsste nicht, über was ich mich freuen soll. Stell dir vor, ihr könntet Popcorn machen. Und Würstchen kochen. Ganz laut Musik hören und niemand stört euch dabei. Und dürfen wir eine blinde Kuh spielen? Und dreht euch nicht um, der Plumpsack geht um. Klar. Gib mir noch mal einen Kübel. Noch mehr gelassen? Nein, leer, ich muss kotzen. Die habe ich angekommen, wenn ich zuerst mal mit dem Max tanzen. Die kannst du gleich fortrühren. Den Babs bringst du nie mehr auf eine Tanzfläche. So verknöchert, wie der Fängs ist. Bist du immer noch verrückt, weil er dich nicht ans Dörfrennen lässt? Hast du wirklich gemeint, dass er das erlebt? Als einzige Mädchen mit 10 Männern. Und hast du wirklich gemeint, dass ich das würde erleben? Oh. Der Max will wirklich das Beste für dich. Darum muss er mir ein Fest einschnurren, wenn ich gar keine Lust dazu habe. Du musst die gute Absicht sehen. Wie bei diesen Schuhen hier. Die hat er mir geschenkt, weil wir verlobt waren. Sie sehen ganz neu aus. Keine schöne Jacke, sie sind 3 Nummern zu klein. Letzte wirst du sie fort. Die behalte ich für immer. Weil der Gedanke dahinter so lieb war. Genau wie mit seinem Angebot für deine Party. Das regt mich fast am meisten auf. Alle Mädchen in deinem Alter wollen gerne ein Gespöndchen einladen. Nur wie das in einem blöden Lehrbuch über Kindererziehung steht. Du musst die Sache anders anschauen. Der Max springt über seinen eigenen Schatten. Im Grunde hat er wahnsinnig Angst vor so einem Fest. Wieso? Weil in einem von seinen Büchern gestanden ist, dass Teenager, wenn eine Party machen, manchmal dabei die ganze Wohnung ruinierend. Wie bitte? Das ist überall Flecken machend, alles durcheinander bringend, die ganze Hausbar leer reichend. Aha. Machen das Teenager so? Das steht in seinem Buch. Aber trotzdem erläuft er's, weil er meint, er mache dir damit eine Freude. Weißt du was, Mami? Hm? Wenn der Babs extra so viele Bücher studiert hat, dann wär's doch eigentlich unfair, wenn ich sein Angebot nicht annehme. Kannst du ihm ausrichten, ich hätte mir's anders überlegt. Ich mache jetzt doch gerne ein Fest. Mit meinen Gespöndli. Da wäre gegen Krebel auf der Tischplatte. Das hier ist für den Teppich. Und das hier für die Polstergruppe. Einfach aufsprayen, trocknen und ausbürsten. Vor allem bei Rotweinflecken. Aber ihr trinkt ja keinen Alkohol, oder? Nein, natürlich nicht. Und es raucht auch niemand. Versprochen. Kannst du dich ganz auf mich verlassen, lieber Vater? Falls doch nicht etwas wäre. Ich habe hier noch eine Liste angehängt mit den Nummern der Feuerwehr und von der Polizei und. Max, wir kommen spät ins Theater! Sofort, ich muss nur noch der Katrin. Und der Feuerlöscher hängt, weißt ja. Und der Verbandskasten. Max! Ich komme! Also, viel Spass mit deinen Gespönli. Wir kommen auch nicht zu früh heim. Garantiert nicht vor der 11. Was? 11:30. Mach dir keine Sorgen. Nach der Vorstellung schleppe ich deinen Vater noch ins Lokal. Aber nicht tanzen. Machst du mir einen Gefallen, Mami? Leute schon ein paar Minuten, bevor er heimkommt. Klar. Und was ist mit dem Erich? Der hat doch heute Abend schon einen Travolta-Wettbewerb. Du hast garantiert sturmfreie Bude. Wie schön. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Wie alle Mädchen in meinem Alter. Also dann, viel Vergnügen. Dir euch. Und falls etwas auf dem Herd anbrennt, nicht auf der Glaskeramik rumkratzen. Warte, bis es abgekühlt ist und dann mit dem Spezialmittel. So kommt es. Exakt 7:30. Jetzt geben wir noch so ein Minütchen, falls sie etwas vergessen haben. Und dann. Wenn er so genau weiss, wie Teenager sind,
Dann soll er das auch haben. Tatsächlich. Polizei, Feuerwehr, Notarzt. Aber etwas hast du doch vergessen, Babs. Nummer vom Katastrophenhilfsdienst. So, jetzt kommen wir sicher nicht mehr rum. Jetzt kommen wir. Was ist das? Boogie, 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 schubi, schuab, schuab. Schana, nana, 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 ibi, di, ach, du, ab, bam, babalu, ba, bam. Erich, was macht ihr noch da? Ich wollte nur meine Schritte noch mal üben. Boogie, boogie, tönt ja scheußlich. Ich habe es extra langsamer aufgenommen, dass ich nicht so durcheinander komme. Und auf dem Papier habe ich genau aufgezeichnet, wo ich bei jedem Wort muss anstehen muss. Boogie, 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 schubi, schuab. Am 10 Uhr kann er Zeit. Boogie, boogie. Schon am 10 Uhr? Das sind ja nur noch 2,5 Stunden. Du musst pressieren. Ich brauche nur 10 Minuten, bis ich den Club. Hast wahrscheinlich recht. Nimmst du noch mal gemütlich? Ist ja gleich, wenn sich die anderen Kandidaten unterdessen mit denen von der Jury anfreunden. Meinst du, die machen das? Ich finde es toll, dass du auf tätige Methoden verzichtest. Gut, die werden jetzt eine Runde nach der anderen zahlen, um sich beim Kampfrichter beliebt zu machen. Lass mich durch, ich habe Präsent. Oder sie werden mit den weiblichen Jurymitgliedern einen Flirt anfangen, damit sie ihnen mehr Punkte geben. Gemeinheit! Aber so ein Wettbewerb ist ja schließlich wie die Olympischen Spiele. Nicht siegen, dabei sein ist wichtig. Nicht für mich. Ein John Travolta lässt sich nicht austricksen. Schau, Katrin. Endlich. Was war so lang? Ich wärst hier angewachsen, draußen in im Garten. Ich musste zuerst den John Travolta aus dem Haus schaffen. Der wer? Vergiss es. Sind alle da? Und haben das Zeug mitgebracht, das wir abgemacht haben? Die leeren Weinflaschen und so? Ja, ja, ist alles da. Gut, dann fangen wir gerade an. Jeder macht haargenau das, was wir abgemacht haben. A plus B im Quadrat. Ich hasse Mathematik. Sollst du es noch mal erklären? Nein, ich will es nicht verstehen. Ich konnte es auch auswendig können für die Prüfung. A plus B im Quadrat gleich A Quadrat plus 2AB. Was ist das? Das ist reiner Sadismus, dass man so etwas auswendig lernen muss im Zeitalter von Taschenrechner. Also. A Quadrat plus 2AB. Psst! Katrin Brugger? Ah, du bist es, Mami. Wann kommen wir daheim? Was? Nein, nein, ist kein Problem. Ist überhaupt kein Problem. Meine Mutter hat vergessen, von unterwegs anzuleuten. Und jetzt ist sie schon in der Telefonkabine, direkt vor dem Haus. Die kommen jeden Moment rein. Alles auf Position. Parat. Scheiße, mit Musik vergessen. Katrin? Was ist denn da los? Katrin! Die sind schon da. Alle vier. Wieso vier? Der Babs. Und der Babs. Und du und du. Katrin, bist du betrunken? Nein, nein. Höchstens ein bisschen besoffen. Du hast versprochen, dass ihr bei dieser Party kein Alkohol... Es war kein Alkohol. Nur die Limonade, die ihr in der Hausbar habt. Keine Hand. Ist alles leer. Auch der Whisky? Vor allem der Whisky. Und du räuchst? Wo ich dir doch erklärt habe, wie schädlich Nikotin ist. Ist kein Nikotin. Ist. Hasch.
Hey, ist noch schwer zu sagen. Ich. Hasch. Hasch. Ich. Wenn ihr auch einen Zug. Drogen. Wer hat die mitgebracht? Dass ihr euch nicht schämt. Also ich habe keinen Schritt mitgenommen. Nur mal Koks. Wie sieht denn das Wohnzimmer aus? Haben wir umgeräumt. Ist jetzt viel moderner. Und meine Küche? Tipptopp. Übrigens, zum verbrennten Glaskeramik putzen braucht man gar kein Spezialmittel. Geht am besten mit Sandpapier. Mein Herd! Pass doch auf! Ach, immer wenn es am schönsten ist, wird man gestört. Was machen die da? Moment. Meine Mutter will wissen, was sie da machen. Nein, wir spielen Eile mit Weile. Du bringst mir jemanden Pariser da. Wie hat Charlie verbraucht? Auf meiner schönen Decke! Das ist ja wirklich nicht in der Ordnung. Habe ich euch doch gesagt, für das sollen die Eltern ins Schlafzimmer gehen. Ja, das haben wir ja wollen, aber das ist schon besetzt. Unser Schlafzimmer! Kathrin, ich bin sehr enttäuscht von dir. Wieso? Man wird doch wohl noch mit seinen Schulkollegen Aufzüge machen. Aufgaben sagst du denn? Klar. A plus B im Quadrat sind A Quadrat plus 2 AB plus B Quadrat. Du bist ja gar nicht gesoffen. Nein, natürlich nicht. Und auch von den anderen ist niemand. Aber wieso? Ich komme nicht nach. Im Babs seinen Büchern ist doch gestanden, alle Mädchen in meinem Alter machen gerne ein Fest mit ihren Gespöndchen und demolieren dabei die ganze Einrichtung. Dann ich denke, ja gut, wenn er so genau weiss, was ich will, dann machen wir ihm halt die Freude. Das ist alles nur für den Max innezulegen. Damit er endlich begreift, dass ich bin. Und nicht irgendein Fall aus einem pädagogischen Lehrbuch. Leck das Gesicht, das er gemacht hat. Es ist direkt schade, dass das schon wieder vorbei ist. Oder auch nicht? Wieso? Ich wüsste da noch etwas, was der Max müsste begreifen. Wer ist der beste Tänzer hier? Der Gary. Dann komm hierher, Gary. Und stell die Musik wieder an. Aber nicht so Leute wie vorher, sonst klebt es mir nur das Trommelfell. Aus dem Schlafzimmer ist Gary. Angela, was machst du da? Kathrin hat mir einen Zug von ihrem Joint gegeben. Wirklich wahnsinnig. Hör sofort mit dem Blödsinn auf. Das ist kein Blödsinn, so tanzt man heutzutage. Zu einem Typ. Ich muss Ihnen etwas sagen, Herr Bucker. Sie haben doch ganz heiße Futter. Lass sofort meine Frau in Ruhe. Nur wenn du wieder viel mit mir tanzt. Weißt du, dass ich nicht. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Auf die Seite. Du kannst noch super tanzen. Oder hast du noch jemals gelesen, mit 50 darf man das nicht mehr? Hä? Ich wollte dich nur demonstrieren. Ich bin deine Tochter und nicht irgendeine 15-Jährige aus dem Lehrbuch. Und ich wollte demonstrieren, du bist mein Mann, nicht einfach ein 50-Jährige aus dem Lehrbuch. Und darüber bin ich sehr froh. Ihr erklärt mir jetzt bitte sofort. Später. Zuerst müssen wir die Stube wieder aufräumen. Los, Kollegen. Die Flecken gehen nie raus. Was für Flecken? Das kann man doch wegnehmen. Was ist jetzt mit dem Zelt am Nürburgring? Abgelehnt. Oh! Aber es gibt ja auch Hotelzimmer. Falls du nichts dagegen hast, dass deine Eltern mitkommen. Wow! Nürburgring, ich komme!
Erik! Hast du gewonnen? Ja. Der Preis für die beste Travolta-Imitation. Nein, der für die komischste.